Alter, was geht ab, Leute? Hong hier. Auf dem Weg zum Online-Karrieretag. Da war ich letztes Jahr. Alter, wie schnell ein Jahr vergangen ist. Da hatte ich neu mit der Arbeit angefangen, hatte mich nach Optionen umgeschaut. Und da hatte ich auch den Kollegen Riad getroffen. Grüße genauso an Riad. Muss mich mal wieder beim Kollegen melden. Ja, ein Jahr ist vergangen. Jobtechnisch bin ich jetzt eigentlich ziemlich sicher. Ein paar Connections kann man immer machen, ein bisschen sich umschauen. Aber ich schaue jetzt einfach mal vorbei, es gibt Essen umsonst. Man kriegt sogar Sachen umsonst. Also ich habe jetzt McDonald's-Gutschein ausgewählt. Den kann ich jetzt dann beim Empfang abholen und ansonsten natürlich hier eine Menge Energy-Drinks und Stifte. Die Kollegin hat geschrieben, ich soll ein paar Stifte holen und zwar vom selben Stand wie letztes Jahr, weil der Stift anscheinend so geil war. Mal schauen, ob der Stand dieses Jahr auch wieder dabei ist. Ich glaube, wir sind hier richtig. Popcorn. Das war's auch schon wieder. Eigentlich habe ich mir nur zu essen geholt. Popcorn, was zu trinken und dann bin ich wieder gegangen. Hab natürlich die Stände angeschaut, aber da war jetzt eigentlich nichts Interessantes dabei. Sky vielleicht, RTL 2. Aber alles natürlich nur so feste Stellen. Und ich bin halt auf der Suche nach freier Mitarbeit, Freelance und sowas. Aber schon eine coole Sache. Sollte man sich auf jeden Fall immer informieren. Da kann man sicher ein paar Kontakte knüpfen oder ein paar Gelegenheiten sich kreieren, schaffen. Und da bestimmt einen Job finden oder sowas. Also keine Werbung, aber schaut in eurer Stadt, ob der Online-Karrieretag, ob es den da auch gibt. Und ja, schaut vorbei. Es ist umsonst. Dieses Jahr hatten die keine Energy-Drinks. Letztes Jahr hatte jeder Stand Energy-Drinks. Ich mache gerade ein paar Quests und Arenen, bevor ich mich mit einer Freundin treffe. Da habe ich das hier entdeckt. Touch me. Da passiert aber nichts. Wir haben hier ein Shiny, Leute, aus der Quest. Shiny Anubis. 1 von 3 schon mal. Fehlt noch Onyx und Lilie. Alter, heute war richtig leiden. Heute war richtig leiden. Nur überall die Brut-Quest. Gefühlt 3/4 der Quest sind nur brütet 2 Eier. Niantic will unbedingt, dass wir reincashen und Brutmaschinen verwenden. Aber das wird nicht passieren, Niantic. Bitte schön. Dankeschön. Ich habe eine Box gewonnen. Aber leider sind da nur Frauensachen drin. Deswegen kriegt es eine Freundin von mir. Müller Lookbox. Ich habe auch mal eine gewonnen für Männer. Ja. Aber wir gehen nochmal rein, weil. Was? Ich dachte, wir gehen nochmal rein. Oh, hey da, Leute. Ich bin gerade auf dem Nachhauseweg. Unterwegs habe ich noch einen Shiny Anorid gefangen, aber ich habe gerade die Nachricht vom Kollegen Jonas bekommen. Schaut euch das an. Pokestops kann man jetzt angreifen. Oh mein Gott. Auf dem Marker to the most accurate location. Es wird schon so stimmen. Ich kann 7 einreichen in 2 Wochen. Oh. Und jetzt ein Foto machen. Nicht, dass die Bildschirmaufnahme da drin ist. Okay, das Spiel ist direkt abgestürzt, als ich das Foto gemacht habe. Oh Mann. Das wäre geil. Also dann würde ich heute noch 6 Stops einreichen. Oder zumindest versuchen. Stop-Einreichung! Junge. So. Nochmal. Einstellungen. Neuer Pokestop, ja, 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 ja. Zeig nicht nochmal das Foto. So, ja, ne, ist wieder abgestürzt. Ich mach mal ohne Screen Recorder und dann schaue ich mal, ob es funktioniert.
So, nach einem Neustart hat es endlich funktioniert. Foto gemacht und nicht abgestürzt. Digga, was soll ich machen? Nochmal. Was soll ich machen? Ist nochmal zurück. Submit an additional photo of the area surrounding your nomination. Okay. So, warte mal. Kompliziert, kompliziert. Und es hat angefangen zu regnen. Okay, so. Name. Kletter. Spielplatz. Spielplatz. Dürfer. Straße. Okay. Ach so, das ist, ja, passt. Ein Spielplatz zum Klettern für Kinder mit Sandkasten. Keine Ahnung. An der Dürferstraße. Bestätigen. Okay, Stop eingereicht. Schauen wir mal. Pokestops einreichen. Aus dem Nichts. Was für eine Überraschung. Sehr interessant. Klar gibt es ein paar Probleme jetzt noch. Ich nehme mal kurz drei, aber ich gehe im Video morgen drauf noch genau ein. Und werde auch rumlaufen und jetzt ein paar Stops einreichen. Problem Nummer 1. Man weiß nicht, wer was schon eingereicht hat. Und dann reichst du einfach 7 Sachen ein, die bereits eingereicht wurden. Und ja, das ist Verschwendung. Problem Nummer 2. Die Pokémon-Spieler wissen nicht, was bereits eingereicht wurde und ein Portal ist. Bestes Beispiel bei mir da hinten. Wir haben die Gondel, das ist eine Arena. Der Bootssteg, das ist eine Arena geworden. Und der Löwe, das ist ein Stop. Und in Ingress gibt es noch das Licht, die Laterne sozusagen. Und in Pokémon Go ist es halt kein Stop geworden, weil alles viel zu nah beieinander ist. Aber das wissen ja die Pokémon Go-Spieler nicht und reichen das halt immer und immer und immer wieder ein. Dabei ist es halt schon längst eingereicht und ein Portal, aber Pokéstop wird daraus nicht wegen den Zellen und sowas. Das ist ein Problem. Und Problem Nummer 3. Die Ingo-Spieler bewerten das ja immer noch und lassen das durchkommen. Und jetzt mit den ganzen Level 40-Spielern aus Deutschland, die das einreichen, da kommt doch so eine Flut an Einreichungen, die kommt doch gar nicht hinterher. Das sind so die drei Hauptprobleme, die ich mir so vorstelle. Aber echt cool, echt sehr überraschend. Ich freue mich, ich reiche, wie gesagt, jetzt ein paar Stops ein. Das seht ihr aber im Video morgen. Noch ein kurzer Nachtrag zum Stop. Und zwar habe ich da eine E-Mail bekommen. Relativ spät, also am Abend dann irgendwann. Da steht, hi Trainer, TBT Horn. Danke für die Nominierung. Genannt Kletterspielplatz Dürferstraße am 6. Juni 2019. Diese Nachricht ist eine Bestätigung, dass wir deine Einreichung erhalten haben. Wir bedanken uns recht herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, einen Pokéstop zu nominieren, der anderen Spielern dabei hilft, tolle Orte um sich herum zu finden. Deine Einreichung wird überprüft, ob sie gültig ist, über die Pokéstop-Kriterien. Da kann man draufklicken. Das machen wir jetzt auch gleich noch, weil ich sollte nicht einfach jeden Schmarrn einreichen. Oder ich auch. Na klar, werden wir es versuchen. Jeder versucht, seinen Homestop da einzureichen. Jeden Schmarrn. Und ganz ehrlich, an sich kannst du auch jeden Schmarrn einreichen, solange es durchkommt. Ich bin jetzt durch Deutschland getourt, auch hier in München. Ich habe eigentlich jeden Stop gesehen, den man sehen kann hier in München. Ich habe eine Menge Unsinn gesehen, ich habe eine Menge Cluster-Stops gesehen. Der Cluster-Stop in Frankfurt-Umgebung, das war einfach ein Wandgemälde an der Hauswand, richtig groß, von Khaleesi, Mother of Dragons. Wer mir auf Instagram folgt, checkt die Stories ab. Irgendwo in den Stories, in diesen Highlights müsstet ihr den nochmal finden. Aber am Ende des Tages hängt es vom Prüfer ab. Klar, im Grunde genommen sollte es nicht durchkommen. Aber rein theoretisch ist es vollkommen egal, was ihr eingereicht. Wenn es durchkommt, kommt es durch. Schreibt unten in die Kommentare, was ihr als erstes eingereicht habt. Das war's von mir, Leute. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter.
Check den Shop ab. Vergessen, Pokémon ist serious business.